Herzlich willkommen bei Shorts at Moonlight hier am Eröffnungstag auf der Schlossterrasse in Höchst. Wir haben heute zu Gast den Gustav Peter Wöhler. Freut mich sehr. Hi, servus, ebenso. Grüß dich. Wie geht's dir denn? Bist du gut hergekommen? Ich bin sehr gut hergekommen. Die haben mich hierher fliegen lassen von Hamburg. Ich bin zwar nur eine Nacht hier, morgen früh geht's schon wieder zurück, aber war sehr angenehm. Okay, wie gefällt's dir denn bereits hier? Wie findest du die Kulisse? Ich finde die Kulisse toll. Ich kenne die Kulisse von mal. Wir haben ja mit meiner Band schon oft gespielt. Also die letzten 5 Jahre eigentlich, jeden Sommer. Dieses Jahr nicht, weil wir Pause machen, aber nächstes Jahr wohl wieder. Und von daher kenne ich die Kulisse und finde sie sehr toll, sehr angenehm. Aber ich habe es noch nie hier erlebt mit dem Filmfestival. Das erste Mal schon, Shorts at Moonlight. Ja. Ja, wie kommt es denn eigentlich, dass du als so bekannter Schauspieler immer noch so gerne in Kurzfilmen mitspielst? Naja, es kommt natürlich drauf an. Du kriegst eine Anfrage, du kriegst ein Buch, dann liest du das Buch und wenn du davon begeistert bist, oft sind diese Kurzfilme besser geschrieben als Langfilme. Und die Rollen sind auch oft interessanter. Und wenn man sich dann noch mit dem Regisseur oder der Regisseurin gut versteht, also wenn man da den ersten, dann macht man das gerne. Also und außerdem finde ich das ja super, neue Leute kennenzulernen, also die jetzt von der Hochschule praktisch kommen. Also es liegt einmal in der Kürze die Würze und dann quasi die neuen Talente am Filmerhimmel sozusagen kennenzulernen. In Herman the German spielen Sie einen Bombenentschärfer, der versucht, seine Angst wiederzufinden. Ja. Was ist denn im echten Leben Ihre größte Angst? Ich habe immer Angst zu versagen. Ich bin so ein Mensch, der immer denkt, ich genüge nicht. Also das ist so ein bisschen das Problem, so ein psychologisches Problem. Aber ich habe jetzt keine Phobien, wie es sich in dem Film hier bei Herman the German, da geht es ja um Phobien, um Angstphobien, die kann ich mich nicht daran erinnern, also dass ich welche hätte. Natürlich will ich nicht von irgendeinem Wespenschwarm gestochen werden oder lebendig begraben werden, aber da habe ich jetzt, ich denke nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das kommt dann auf den Zustand, auf den Moment an. Also, was bedeutet der Kurzfilm für Sie? Also der Kurzfilm ist eine Möglichkeit, in kürzester Zeit eine Figur zu zeichnen und eine Geschichte zu erzählen, die am Ende genauso dasteht wie in einem Langfilm. Das heißt also, dass man eine Figur adäquat den Leuten vorführt, dass sie nachher mit dieser Figur nach Hause gehen können darüber nachdenken. Also dass man nicht 1,5 Stunden braucht oder 2 Stunden, sondern halt eben nur 15 Minuten, manchmal sogar nur 8 Minuten. Das kommt immer darauf an. Und das finde ich eine spannende Ausgangsposition. Also sich dann dementsprechend so ein Bild aufzubauen, so eine Welt aufzubauen, wo sich das entwickelt. Und das Ganze in dieser kurzen Zeit. Mhm. Ja, mit diesen schönen Worten möchten wir doch dann den Eröffnungstag beginnen. Ja, ich hoffe. Bald gehen ja die Filme los. Es fängt nicht an zu regnen, aber Nein. Ich habe gehört, bei Höchst passiert nichts. Der Wettergott ist uns treu. Ja, hier fliegt alles vorbei. Sehr gut. Das war Gustav Peter Wöhler von Shorts at Moonlight. Wir sehen uns beim nächsten Interview.